Herzlich willkommen zum Politikergrillen hier auf dem Dach von Welt TV in Berlin. Unser heutiger Gast ist einer der lautesten und umstrittensten Politiker Deutschlands. Seine Fans sehen in ihm ein Verfechter der Freiheit, der zum Beispiel dazu beigetragen hat, eine Corona-Impfpflicht zu verhindern. Seine Gegner sehen in ihm einen Poltergeist, der zum Beispiel Karl Lauterbach als Spacken bezeichnet hat und den türkischen Präsidenten Erdogan als kleine Kanalratte. Die Rede ist von Wolfgang Kubicki, Vizepräsident des Deutschen Bundestages und Vizevorsitzender der FDP. Schön, dass heute zusammen grillen. Ich freue mich auch schon. Der Sommer ist vorbei, wie wir sehen. Sind Sie ein Ganzjahresgriller? Ich bin eigentlich überhaupt gar kein Griller, weil ich die Zeit dazu nicht finde. In Berlin, im Bundestag, ist das nicht erlaubt und ich bin selten zu Hause. Aber wenn zu Hause, im Sommer, dann auf der Terrasse bei uns auch grillen. Allerdings mit einem Elektrogrill. Ah, wir haben einen Gasgrill. Auch gut. Sie wohnen ja in der Nähe eines Strandes auch. Grillen Sie manchmal auch am Strand oder ist das schwierig? Das ist schwierig. Es gibt Leute, die machen das, aber der Genuss ist deutlich besser, wenn man das zu Hause macht. Vielleicht mit ein paar Freunden, mit ein bisschen Wein dazu. Ich sehe, der fehlt hier ja gerade. Nein, der fehlt nicht, keine Sorge. Alles gut. Nein, aber es soll ja gemütlich sein. Und am Strand mit vielen anderen Leuten drumherum ist es nicht gemütlich. Gastronomische Vorerfahrung haben Sie ja schon. Sie haben in Kiel eine Studentenkneipe betrieben. Haben Sie das gemacht, um Geld zu verdienen oder weil Sie Spaß hatten hinter der Theke? Ja, ich habe 7 Jahre vor der Theke gestanden und dann ist mir das Angebot unterbreitet worden, das Lokal zu übernehmen. Da habe ich mir gedacht, du kannst auch mal hinter der Theke stehen. Das war 1980 interessanterweise. Und nach einem Jahr habe ich festgestellt, es ist vielleicht doch besser, nicht nur hinter der Theke zu stehen. Habe das dann wieder verkauft, allerdings mit einem kleinen Gewinn. Und die Zwischenzeit war sehr gut, weil man unheimlich viel Lernerfahrung macht, wenn man in der Kneipe Was ist. Was haben Sie da gelernt fürs Leben man und lernt, für die Politik? Man lernt wenn, Sie können sehen, wenn Menschen reinkommen, dass die sich nicht mögen, dass irgendwas passiert, wenn man da nicht einschreitet. Ich habe erlebt, wie Liebesbeziehungen entstanden sind. Ich habe erlebt, wie Beziehungen auseinandergegangen sind. Und ich habe erlebt, wie Schlägereien angefangen haben und wie man sie auch beenden kann. Also man lernt sehr schnell Verhaltensweisen von Menschen kennen und sie einzuordnen. Das können wir dann gleich mal auf die Politik übertragen nachher und darüber sprechen, wie man die Schlägereien hier in Berlin beendet, die politischen Schlägereien. Ja. Weil Sie jetzt gerade schon von Wein sprachen, Sie haben meinem Kollegen Paul Ronsheimer mal im Interview gesagt, sobald die Uhr zweistellig sei, also sprich vormittags um 10, könnte man eigentlich mal ein Glas Weißwein trinken. Darf ich Ihnen was anbieten? Gerne. Und einer meiner Seglerfreunde hat das richtige Zitat aufgenommen und gesagt, irgendwo auf der Welt ist die Uhr immer zweistellig. Ja. Das ist auch nicht schlecht. Ist ein Grauburgunder okay, oder? Ja, ich bin ABC-Trinker, anything but Chardonnay. Also Chardonnay, da hätten Sie mich vertrieben. Das ist aber gut. Sonst hätten wir noch einen Riesling, aber ich glaube, der Grauburgunder ist besser. Ja, fällt Ihnen irgendeine Anekdote ein aus der Kneipe noch? Das ist ja spannend. Ich glaube, es gibt nicht so viele Großpolitiker, die schon mal eine Kneipe hatten. In der Kneipe hatte ich meine zweite Frau kennengelernt und geheiratet, die Mutter meiner Kinder. Das war eine, wie gesagt, sehr gute Erfahrung. Es war eine Studentenkneipe, das muss man sagen. Hm. Und in der Phase, in der ich damals war und die Menschen um mich herum waren, waren wir alle auf dem Trip, die Welt zu verbessern. Und die meisten von denen, die es machen wollten, sind jetzt im öffentlichen Dienst. Sie haben gerade gesagt, Ihre zweite Frau, inzwischen sind Sie schon bei Frau Nummer 3. Gilt in der Liebe, alle guten Dinge sind 3? Nein, aber für mich gilt das Prinzip, wenn man feststellt, dass es nicht mehr so gut ist, zusammenzuleben und es besser ist, sich zu trennen, dann sollte man den Schritt auch tun. Ich will nicht sagen, das war eine fröhliche Scheidung, aber jedenfalls habe ich nach wie vor einen sehr guten Kontakt zu meiner zweiten Frau, auch noch zu meiner ersten Frau. Man lernt in seinem Lebensabschnitt, dass Menschen sich auseinanderentwickeln können. Und dann sollte man auch den Mut haben, auch in Sorge mit den anderen. Also ich kümmere mich meine zweite Frau auch noch, soweit es geht, dann auch einen Schlussstrich zu machen. Und ich bin jetzt mit meiner dritten Frau seit, ich glaube, 27 Jahren verheiratet, seit über 30 Jahren zusammen. Das liegt einfach daran, ich kann mir mehr nicht mehr leisten. Ja, ich nehme aber an, es hat noch ein anderes Erfolgsrezept, oder? Ja, es ist tatsächlich Liebe und das Schöne an meiner Frau ist, wir haben jeden Tag die gleichen Auseinandersetzungen. Es geht immer um die Frage, wer hat das Sagen? Sie würde immer sagen, du natürlich, aber Sie könnten an ihren Augen sehen, dass sie so lange an mir arbeitet, bis ich ihr nachgebe. Es geht um, egal wo wir hinfahren, egal wo wir sind. Ich habe ihr gesagt, warum fragst du mich noch? Machen wir das doch einfach, was du willst, dann sparen wir uns ein bisschen Zeit. Nein, im Ernst. Sie ist eine sehr große Kritikerin von mir. Also ich muss mich immer rechtfertigen mit das, was ich tue oder auch nicht tue. Und sie hat mir jetzt beispielsweise bei der Migrationsfrage gesagt, sie war in Berlin jetzt vor 2 Tagen. Wir kamen aus New York zurück auf dem Alexanderplatz und wollte einkaufen. Und dann kommt sie nach Hause abends zu mir. Meine Frau ist Strafverteidigerin, eher eine Linksliberale als eine andere. Kommt nach Hause und sagt, auf dem Alexanderplatz habe ich mehr Frauen verschleiert gesehen als ohne Schleier. Ich habe mich unwohl gefühlt und bin weggegangen. Wenn ich das schon mache, kann ich mir vorstellen, wie Menschen sich fühlen, die das Gefühl haben, ihr müsst. Das Bild hat sich verändert, hier muss was passieren. Hm.
Das wollen wir gleich noch vertiefen. Aber eine Frage noch, weil Sie gerade sagten, Ihre Frau sei Strafverteidigerin. Sie selbst sind ja auch Anwalt. Auch Strafverteidiger. Da stelle ich mir ja einen Ehestreit lustig vor. Wer gewinnt denn da? Ja, es geht nicht um Gewinnen oder Verlieren, sondern bei Juristen ist das so, man hat die Veranstaltung sozusagen überzeugend für sich entschieden, wenn der andere kein Argument mehr hat, nicht mehr weiter weiß. Und das ist halt bei den Diskussionen meiner Frau und mir auch so. Sie hat das letzte Wort. Das bestreitet sie. Wir waren gemeinsam mal bei einer Talkshow und dann hat Giovanni Lorenzo gefragt, wer hat denn bei Ihnen das letzte Wort? Und dann hat meine Frau geantwortet, mein Mann natürlich. Und dann habe ich gesagt, noch Fragen? Ja. Die andere komplizierte Beziehung in Ihrem Leben ist Christian Lindner. Der hat diese Woche was sehr Lustiges gesagt. Ich zitiere das mal, wenn Sie mögen. Er hat, um die Ansammlung von Individualisten in der FDP zu beschreiben, hat er gesagt, teilweise geht die Individualität über das Individuelle sogar noch weiter hinaus. Also bei Wolfgang Kubicki zum Beispiel. Wir haben das so ein bisschen verstanden, als würde er Sie als freundlicherweise als liberale Nervensäge bezeichnen. Wie haben Sie es interpretiert? Da müssen Sie ihn fragen. Wir haben seit mehr als 10 Jahren eine wirklich freundschaftliche und sehr verlässliche Beziehung miteinander. Und wir können es auch wechselseitig auch übereinander zu frotzeln. Christian ist ein toller Typ. Und die Tatsache, dass die Ehepaare gelegentlich nur relativ häufig miteinander essen gehen und sich treffen, ist ein Beleg dafür, dass er mich nicht als Nervensäge betrachtet, aber es schön finde, wenn ich anderen auf die Nerven gehe. Ja, Sie gehen aber ja auch tatsächlich Leuten in Ihrer eigenen Partei bisweilen auf die Nerven. Ich habe ein Zitat gefunden von der Juli-Vorsitzenden Franziska Brandmann. Die hat über Sie gesagt, Kubickis selbstzentrierte Unseriosität überzeugt keinen Menschen von liberalen Inhalten. Ja, also zu Frau Brandmann muss ich nicht sagen. Die spricht ja oder steht auch für sich selbst. Ich kann nur darauf hinweisen, dass ich 7-mal in Folge Landtagswahlen gewonnen habe, dass die Veranstaltungen, bei denen ich auftauche, voll sind. Und das kann eben nicht bedeuten, dass ich keine überzeuge. Ich bin sicher, dass wenn man hier Frau Brandmann in Berlin irgendwo hinschickt, sie mit sich alleine sein würde. Bei mir wäre das anders. Ja. Sie haben ja sowieso, jetzt trinken wir erstmal einen Schluck. Ja, das wollte ich gerade sagen. Es steht hier einfach so rum. Abgesehen davon, dass es ein bisschen frisch ist, brauchen wir etwas innere Wärme. Genau. Nächste Woche gibt es dann Glühwein hier schon. Nein, nächste Woche wird es wieder wärmer. Zum Wochenende, nächste Woche wird es wieder wärmer und dann kann man auch tatsächlich wieder grillen. Ich glaube, Welt hat das mit Absicht so gemacht, dass ich bei 14 Grad... Nein, das wird noch schlimmer. Ende September kommt Henrik Wüst, da ist noch ein paar Grad kälter. Also. Ja gut, sehr schön. Weil wir jetzt gerade über die Jungliberalen sprachen. Sie haben mal gesagt... bei Ihnen in der Partei gäbe es viele Karrierefeiglinge, die Angst haben, anzuecken. Sind Sie sozusagen ein aussterbendes Modell, ein Politiker, der auch mal einen raushaut, der eine Kontroverse auslöst, eine Debatte anstößt? Ist ja, ich bedauere das sehr. Also liegt vielleicht auch am Alter, dass so Persönlichkeiten wie Wolfgang Bosbach nicht mehr dabei sind. Oder dass Gregor Gysi aufführt. Das sind ja Typen, die aufgrund ihrer Persönlichkeit sich es nicht nehmen lassen, ihre Meinung auch zu sagen, selbst wenn es allen Leuten nicht gefällt. Und ich erlebe bedauerlicherweise nicht nur bei mir, sondern in allen anderen politischen Formationen, dass die Bereitschaft, etwas zu sagen, immer kontrolliert wird mit der Frage, kann das mir schaden oder kann mir das nutzen? Und da das Risiko, dass einem Aussagen schaden könnten, relativ hoch geworden ist im Zeitalter von sozialen Medien und der Verkürzung von Botschaften, sagen Leute häufiger das nicht, was sie eigentlich meinen und verzichten dann darauf. Also ich habe das ja öffentlich schon gemacht. Mein Lieblingskarrierefeigling ist Konstantin Kuhle, ein ganz toller Typ mit unglaublich guten Anlagen, der richtig auch das Bild der FDP prägen könnte. Und ich habe gesagt, Konstantin, warum sagst du das dann nicht? Und er sagt, ja, ich weiß ja nicht, könnte ja auch Probleme bereiten. Ich sage, also wenn du nicht mal einen Shitstorm abkannst, dann taugst du nicht für Führungsverantwortung. Also Männer, die in die Politik oder Frauen in die Politik gehen, müssen nicht daran orientieren, kann es einen Shitstorm geben, ja oder nein, sondern müssen sich daran orientieren, ist das, was ich will, richtig und kann ich dafür werben. Wenn ich mich bei der Corona-Krise an dieses Prinzip gehalten hätte, nicht zu sagen, was gegen den Mainstream ist, dann hätte ich nur schweigen müssen. Ja, und bei vielen Dingen haben Sie im Nachhinein recht behalten. Ja, um diese Frage recht oder nicht recht geht es gar nicht, sondern unsere Verfassung erwartet den Austausch von Meinungen. Und ich sage auch bei uns in der Fraktion mal wieder und in der Partei mal wieder, wenn wir nicht wahrnehmen, was die Leute sagen, dann können wir auch nicht darauf reagieren. Dann wabert das wie so ein Hefeteig unter einer Oberfläche. Und irgendwann platzt das so viel nach oben auf. Und das erleben wir gerade in der Gesellschaft. Wenn
fast zwei Drittel der Deutschen glauben, sie könnten ihre Meinung nicht mehr frei äußern, dann ist in einem Land der Meinungsfreiheit das ein Alarmsignal. Da müssen wir doch was tun. Und das heißt... Woran glauben Sie, liegt das, dass die Leute das Gefühl haben, sie können ihre Meinung nicht mehr frei äußern? Ja, weil mittlerweile nicht mehr Argumente ausgetauscht werden, sondern Haltungen. Es kommt nur noch auf die Haltung an. Also wenn jemand aus dem richtigen Lager etwas sagt, dann akzeptiert man das. Wenn das Gleiche gesagt wird aus dem falschen Lager, wird das diskreditiert. Also ich sage mal wieder, ich bin ja der Einzige, die Sitzungsleitenden im Bundestag sind die Einzigen, die wirklich alle Reden hören müssen. Warum müssen wir die hören? Weil wir aufpassen müssen, dass da nicht versteckte Gemeinheiten drin sind, die wir rügen müssen. Und nicht alles das, was aus der AfD kommt, ist Mist. Aber es wird immer so getan, man muss darauf gar nicht hören, weil es eben von rechts kommt. Oder die Debatte, die wir diese Woche hatten, da wird eine Meinung aus Union geäußert und dann heißt es, das ist AfD-Sprech. Was ist das denn für ein Kriterium? Also entweder das Argument überzeugt, dann ist es in Ordnung, oder es überzeugt nicht, dann ist es völlig egal, wo es herkommt. Ja. Und das ist unser Problem, dass wir jetzt anfangen einzusortieren. Bist du in der Nähe von A oder B oder C? Daran an das anknüpfend, was Sie gerade zur AfD gesagt haben. Halten Sie diese ganze Brandmauer-Diskussion noch für sinnvoll oder ist das in Wirklichkeit naiv, weil man, wie man jetzt im Osten sieht, irgendwann dann gar keine Koalition mehr bilden kann? Müsste man mal drüber nachdenken, doch mit der AfD zu koalieren? Ja, also das Problem habe ich momentan nicht. Ich muss nicht drüber nachdenken. Das Problem hat die Union möglicherweise. Aber wenn ich von vornherein sage, ich grenze eine komplette Gruppierung aus, dann habe ich ein gesellschaftliches Problem. Ich muss ja damit irgendwas anfangen. Ich finde es übrigens besonders lustig, wenn wir Demonstrationen gegen Hass und Hetze haben, weil die AfD einen Parteitag hat und die Leute, die vorne die Essen Plakate tragen, haben da drauf, ganz Essen hasst die AfD oder ganz Freiburg hasst die AfD. Da merken die Leute gar nicht, dass es ein Widerspruch in sich selbst ist, zu sagen, wir sind gegen Hass und Hetze, aber wenn es gegen die AfD geht, dann dürfen wir Hasserzeugung und Hetze haben. Würden Sie der Union denn empfehlen, mal darüber nachzudenken, ob diese Brandmauer noch sinnvoll ist? Oder? Naja, die Union muss sich mit der Frage beschäftigen, was sie will. Rot-Grün wird immer stärker sein als die Union, aller Voraussicht nach. Und dann hat die Union ein Problem, weil sie hat dann keinen Koalitionspartner. Außer uns vielleicht. Aber Sie sind bei 3-4%. Deswegen, da drängt sich wiederum die Frage auf, wo würde die FDP denn ohne Wolfgang Kubicki stehen? Bei wie viel Prozent? Auch diese Frage ist einfach nur theoretisch. Wir stehen momentan bei 3 oder 4%. Da standen wir 2016 auch und haben 2017 dann 10,7% erreicht. Und da standen wir 2020 auch und waren 2021 bei 11,4. Das Entscheidende ist, gelingt es uns, unsere Wähler, die sich nicht in Luft aufgelöst haben, gelingt es uns, ich mache schon mal einen Grill an. Ich das wäre sehr schön, ja. So, da habe ich schon eine kleine Stichflamme gesehen. Sprechen Sie ruhig weiter. Unsere Wählerinnen und Wähler wieder anzubinden mit vernünftigen, praktischen Vorschlägen und vor allen Dingen mit dem Gefühl, dass es sich wirklich lohnt, für die Freiheit einzutreten und die Freien Demokraten zu unterstützen. Dieses Gefühl vermitteln wir momentan nicht. Aber wie könnten Sie es denn vermitteln? Ja, indem ich beispielsweise mit Ihnen jetzt hier grille, nicht? Weil... Ich bin sicher, Gott sei Dank ist es ein Gasgrill. Ich bin nicht mehr ganz sicher, ob die Grünen das so gut toll finden, dass wir jetzt hier CO2 produzieren. Aber, also auch da gibt es schon Vorschläge, das Grillen wirklich zu verbieten. Ist zwar Quatsch, aber es gibt Leute, die in ihrem Furor für den Erhalt der Erde so weit gehen, zu sagen, am besten hören wir auf zu atmen, weil dann haben wir keine CO2-Exposition. Aber kann es auch ein bisschen damit zu tun haben, dass die FDP jetzt im Grunde in letzter Zeit auch noch für drei Themen wahrgenommen worden ist? Schuldenbremse, Cannabis-Legalisierung und Stärkung von transsexuellen Rechten? Reicht das noch, um auch irgendwie eine bürgerlich-liberale Klientel? Nein, erstens reicht es nicht. Zweitens ist es ja nicht nur so, dass die FDP in der Ampel leidet, sondern die anderen Ampeln leiden ja in Ampeln in gleicher Weise. Also nicht wir verlieren, sondern Sozialdemokraten und Grüne verlieren in gleicher Weise. Die Sozialdemokraten übrigens noch mehr als wir. Die sind von 25% jetzt auf 14 runtergerauscht. Das ist ein erheblicher Aderlass. Aber unabhängig davon, man merkt, dass die Ampel bei den Meinungsumfragen ja bestätigt jetzt von 0% noch gewollt wird. 0% hat es noch nie gegeben in der Meinungsumfrage, dass eine aktive politische Formation abgelehnt wird. Und für die Freie Demokraten ist es in besonderer Weise problematisch, weil unsere Wählerinnen und Wähler genau das nicht wollen, was wir teilweise in Kompromissen zugestehen müssen, nämlich, dass mehr geregelt wird im Leben, als man sich so vorstellen kann. Wir reden jetzt über das Waffenrecht, Messerverbote, wir dürfen demnächst mit diesen Messern nicht mehr hantieren. Ja, das ist, es ist ja schon lustig, darüber nachzudenken. Mord und Totschlag sind schon verboten. Und wir werden einen Attentäter nicht davon abhalten, mit dem Messer durch die Gegend zu laufen, wenn wir das verbieten. Weil aber Videoüberwachung würde zum Beispiel helfen, den Täter zu finden. Ne? Da ist die FDP ja immer noch dagegen. In Solingen gab es keine Videoüberwachung. Das lag nicht an der FDP. Also wir sind für Videoüberwachung an Hotspots. An Bahnhöfen haben wir das ja schon möglich gemacht, an Flughäfen. Aber zu glauben, damit würden die Verbrechen verschwinden, ist auch ziemlich komisch. Würden sie nicht. Es ist schön, dass wir dann herausfinden würden. Man würde sie auch schneller finden. Ne? Man würde sie schneller finden. Was aber auch nicht weiterhelfen würde, weil bei den Leuten, die glauben, sie kriegen 38 Jungfrauen im Paradies geschenkt, das finden nicht das Problem ist. Entscheidend ist, dass wir mal gucken müssen,
Und das meine ich ganz ernst. Wen haben wir ins Land gelassen? Wer ist hier? Unter welchen Bedingungen? Und wir müssen auch noch mal sehen, was ja wenig beachtet worden ist. Viele von denen, die aus Kriegsgebieten zu uns gekommen sind, haben posttraumatische Belastungsstörungen, die nicht behandelt werden. Und das ist mir vor 4 oder 5 Jahren schon mal von einem Leiter einer psychiatrischen Klinik gesagt worden. Wenn die nicht behandelt werden, explodieren die irgendwann mal wie eine kleine, hier laufen lauter kleine tickende Zeitbomben durch die Gegend. Und wir haben uns darum nicht gekümmert. Wir haben uns mit der Frage nicht beschäftigt, was machen wir Menschen, die sich nicht integrieren wollen. Wir haben uns mit der Frage bisher nicht richtig beschäftigt, wenn 3000 Leute durch Berlin laufen und ein Kalifat haben wollen, würde ich auch sagen, Leute, geht doch dahin, wo eins ist. Also warum wollen wir ein Kalifat in Deutschland haben? Und das hat den Eindruck entstehen lassen, der Staat wird dysfunktional und leistet nicht mehr das, was er originär für seine Bürger leisten müsste. Das geht über Brücke stürzt ein, über der Zug fährt nicht. Meine Frau ist mit dem Zug von Berlin nach Strande gefahren, hat 8 Stunden gebraucht, weil die Strecke von Berlin-Hamburg die normale gesperrt ist. Leide ich auch drunter. Der Zug über Hannover irgendwie, wurde ein Ersatzzug eingesetzt, dann ist der Zug in Hannover weg gewesen und dann stand sie 1 Stunde auf dem Bahnhof und sagte, es ist so schön hier in Hannover 1 Stunde auf dem Bahnhof zu stehen, kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber dann kommen wir nochmal darauf zurück, was Sie zur Ampel gesagt haben. Sie wollen aber dysfunktional. Ja. Sachbearbeiter beim Finanzamt arbeitet nur 1 Tag in der Woche, der Vertreter fasst die Akte nicht an, sie wollen irgendwo hingehen, sich einen Ausweis geben lassen, dann heißt das, Mensch, wir haben gerade irgendwie schlechtes Karma und deshalb müssen die 4 Wochen warten. Kein Scherz, in Neumünster konnte lange Zeit kein Bauantrag genehmigt werden, weil die Baubehörde nicht besetzt war mit Architekten und Statikern. Also, wenn diese Erfahrung da ist, der Staat erfüllt seine grundlegende Verpflichtung nicht mehr im Bereich der Schulen, dann werden die Leute irre und dann sagen, dann gibt es die Systemfrage. Liegt es vielleicht doch am System? Ja, und das kriegt die Ampel zu spüren. Die Umfragen sind im Keller. Sie haben vor wenigen Tagen SPD und Grüne gewarnt und wörtlich gesagt, wir werden das Jahr nicht in dieser Koalition beenden, wenn es keine Bewegung in der Migrationsfrage und vor allem keine Bewegung bei der Wirtschaftspolitik gibt. Hat sich diese Woche was getan aus Ihrer Sicht? Gibt es jetzt Bewegungen, was Sie veranlassen würde, die Koalition fortsetzen zu wollen? Oder würden Sie sagen, das war jetzt alles wieder großes Theater, am Ende ist nichts mehr rausgekommen? Naja, wir haben ja Gesetzespakete eingebracht worden. Das Sicherheitspaket ist in der ersten Lesung, jetzt in die Ausschüsse gebracht worden. Aber reicht wir reden, aus? Wir reden alle, das Sicherheitspaket, was wir jetzt haben, reicht definitiv nicht aus. Aber wir reden, aber immerhin ist es ein erster wesentlicher Schritt der Bewegung. Wir reden alle, aber diesem Reden muss irgendwann mal auch eine Handlung folgen. Und wenn diese Handlung nicht folgen würde, wir werden das bei der Brandenburg-Wahl sehen, wir werden es später auch sehen, wenn da diesen Reden keine wirklichen effektiven Handlungen folgen, die das Vertrauen der Menschen wieder zurückbringt in die Handlungsfähigkeit des Staates, dann sind die Ampelparteien insgesamt, werden die in den Keller gebombt. Ja. Aber wäre das jetzt, also in der Wirtschaft zum Beispiel läuft es nicht. Es gibt, das Wachstum ist im Keller, im neuen Haushalt sind nicht genug Mittel drin, sagen viele Experten und auch Wirtschaftsvertreter, ja, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Ist nicht das allein auch irgendwie schon Grund genug für die FDP zu sagen, wir können in dieser Ampel nicht mehr weitermachen? Also zunächst mal die Wirtschaftsvertreter sagen, sie brauchen Subventionen vom Staat, sollen mal ihren Job machen. Also der Staat ist nicht dazu da, Fehlentscheidungen des Managements dauernd zu korrigieren. Also ich finde es immer sehr lustig, dass sie keinen staatlichen Einfluss wollen. Aber wenn dann Probleme da sind, rufen sie alle nach staatlichen Subventionen, staatlichen Hilfen. Ein Produkt, was sich im Wettbewerb am Markt nicht hält, können sich auch nicht dauerhaft subventionieren. Das führt nicht weiter. Was wir brauchen, sind Veränderungen der Rahmendaten. Was wir brauchen, sind steuerliche Entlastungen. Was wir brauchen, ist ein wirklicher Bürokratieabbau. Versuchen Sie mal erst... Aber das sind ja alles Sachen, die Ihre Ampelpartner nicht mitmachen wollen. Ja, die sehen jetzt aber auch, dass wir Nullwachstum haben. Wir werden im nächsten Jahr mit Sicherheit kein Wachstum machen. Es wird schlimmer werden und nicht besser. Wir werden bei der nächsten Steuerschätzung sehen, dass die öffentlichen Einnahmen weiter sinken. Und dem kann man nicht entgegenwirken und sagen, gut, dann gehen wir zur Bank und nehmen ein paar Kredite auf. Es muss Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit wiederhergestellt werden. Es muss der Wille wieder da sein zu investieren. Es muss wieder Spaß machen, Geld zu verdienen. Und ich sage mal wieder, wenn wir Koalitionspartner haben... Sollen wir mal die Stacks draufhauen? Ja. Wenn wir Koalitionspartner haben... Sie sind der Experte. 200 Grad, reichen Ihnen die schon aus? Oder sollen wir noch 250, ja. 250, warten wir noch ein bisschen. Also wir können die auch langsam dünsten, so ist das nicht. Ja. Aber wenn wir nicht wieder ein Innovationsfeuer entfachen, dann werden wir mit den Problemen, die wir haben, nicht fertig werden. Also aber wenn wir jetzt davon aufs Kanzleramt gucken, irgendwie Innovationsfeuer sehe ich da nicht. Sie haben ja selbst gesagt, die Ampel hat ihre Legitimation verloren. Sind Sie da eine Einzelmeinung innerhalb der FDP oder gibt es da mehr und mehr Vertreter, die Sie unterstützen in der eigenen Partei? In der Fraktion auch. Also erste Feststellung, niemand hat mir widersprochen aus meiner Partei. Weder intern noch öffentlich. Das ist ja schon mal eine Überraschung. Aber sagen wir mal, der Frust der Koalitionsparteien untereinander ist massiv. Also den Frust, den wir haben, haben die Grünen auch aus anderen Gründen und die Sozialdemokraten auch aus anderen Gründen.
Aber irgendwann ist auch mental die Leistungsfähigkeit auch von Politikern erreicht. Und dann ist eben irgendwann mal Schluss. Wie bei Beziehungen. Wenn man feststellt, es geht nicht mehr, dann ist es besser, man löst die Beziehung, als dass man sich ein Jahr lang noch die Augen auskratzt und dann mit ganz schlimmen Maßnahmen versucht, den anderen in seiner Persönlichkeit zu verletzen. Und wie sehen Sie die Chancen, dass es zur Trennung kommt? Ich habe gesagt, wenn wir bis zum Ende des Jahres diesen Turnaround nicht schaffen, dann ist für mich jedenfalls persönlich zu Ende. Hm. Sieht Ihr Parteivorsitzender das auch so oder ist der noch zurückhaltend? Den müssen Sie jetzt fragen, nicht mich. Wie viele haben Sie denn auf Ihrer Seite, die das so sehen wie Sie? Das interessiert mich ja, um eine Wahrscheinlichkeit mal erahnen zu können. Also mit dem Satz, wenn wir das bis Ende des Jahres den Turnaround nicht schaffen, dann ist die Veranstaltung inhaltlich und auch sonst zu Ende, würde ich mal sagen, könnten Sie aus der Fraktion keinen finden, der dem widerspricht. Mhm. Woran machen Sie denn Turnaround fest? Haben Sie da fixe Kriterien? Ja, indem wir beispielsweise unter dem Begriff Wirtschaftswende jetzt wirklich das, die besprochenen Maßnahmen umsetzen, also in Gesetzesform gießen, nicht nur darüber reden, in Gesetzesform gießen. Und nochmal, die Migrationsfrage ist momentan die zentrale Frage unseres Landes. Daran hängt sehr viel. Wir geben insgesamt über 50 Milliarden Euro aus, um Menschen bei uns zu unterhalten, also aus der im Flüchtlingsbereich über 20 Milliarden und von dem Bürgergeld mehr als die Hälfte für Menschen, die hier nicht arbeiten und die zu uns gekommen sind nach 2015. Also mehr als die Hälfte des Bürgergeldes. Das sind über 50 Milliarden Euro, die wir woanders nicht einsetzen können. Mhm. Und wenn das weiter zunimmt und nicht geringer wird, dann haben die Leute auch keine Lust mehr. Mhm. Dann sagen sie, warum soll ich, das ist, ich will das nicht wiederholen, ich glaube, ein CDU-Abgeordneter hat es gesagt, die Opfer von Tätern aus Afghanistan, Syrien, die jetzt abgeschoben worden sind, müssen mit ihren Steuermitteln die 1.000 Euro bezahlen, die die Täter bekommen. Ja. Und das ist, der Gedanke ist ja bestechend eigentlich. Also ich will das jetzt nicht denunzieren, aber der Gedanke ist bestechend. Die Leute hier haben das Gefühl, wir bezahlen im Prinzip einen Teil unseres eigenen Untergangs mit unseren Steuermitteln. Das wollen wir nicht. Ja. Sie haben die CDU angesprochen, Friedrich Merz und die CDU wollen massive Zurückweisungen an den Grenzen. Der FDP-Generalsekretär Cihan Saray hat schon gesagt, das würde man 1:1 unterstützen. Gibt es die volle Unterstützung der FDP-Fraktion für dieses Vorhaben im Bundestag? Also wenn der stellvertretende Parteivorsitzende und der Generalsekretär eine fast gleichlautende Äußerung, also nicht bei jedem Satz, das habe ich Friedrich Merz auch schon gesagt, ihr müsst dieses Ampelbashing bei euch immer wieder rausnehmen, das macht ja keinen Sinn, dass wir erklären, die FDP ist doof. Aber in der Sache, in den Forderungen selbst ist das zutreffend und wenn dieser Antrag, vielleicht auch Herr Gentz gibt ja neue Gespräche, wieder aus dem Ausschuss zurückkommen, werde ich dem zustimmen. Definitiv, Saray wird zustimmen, mit Sicherheit mehr als die Hälfte meiner Fraktion wird zustimmen. Ich vermute ja immer noch, es gibt Möglichkeiten, auch mit den Koalitionspartnern und der Union gemeinsam was zu finden. Denn es gab ja ein Angebot von Faeser und Buschmann, diese Zurückweisung an der Grenze, komplett zurück an der Grenze, bei einem Grenzübergang auszuprobieren. Und jetzt sage ich als Jurist, entweder es ist zulässig, dann kann ich das überall machen, oder es ist nicht zulässig, dann darf ich es auch nicht bei dem einen machen. Also das Angebot steht ja, und wenn man sagt, gut, wir machen das jetzt nicht 3 Monate, sondern 2 Monate, aber an allen Grenzübergängen und dann schauen wir mal, ist das eine Herangehensweise, die zumindest mal signalisiert, wir tun was. Hm. Gibt noch andere Dinge, die ich gerade vorgeschlagen habe. Wir haben die Einschleusung steht unter Strafe, also 96 Aufenthaltsgesetz kann Freiheitsstrafen bis zu 10 Jahren für Schlepper aussprechen. Wir haben aber die negative Schleusung, also das Verhindern von Ausreisepflicht, nicht unter Strafe gestellt. Ganz einfach, 96a schaffen wir dann einfach nicht. Wer es unternimmt, die Ausreisepflicht eines anderen zu verhindern oder zu erschweren, wird mit Freiheitsstrafe so und so. Was meinen Sie, was dann passiert? Wir könnten beispielsweise auch bei Straftätern mit einer Mindeststrafe von 1 Jahr, also bei Verbrechenstatbeständen, sagen, bei Leuten wird dann auch die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen, wenn sie nicht in die Staatenlosigkeit entlassen werden. Auch das ist verfassungsrechtlich zulässig, straflich sehr schnell zu machen. Wir haben entsprechende Normbedingungen für Deutsche. Die Strafvereitelung, da muss ein Deutscher dafür möglicherweise auch in den Knast. Oder das Ausüben der Ehrenrechte, also Amtseigenschaft und Wählbarkeit und Wahlen, also das Zentrale eines Staatsbürgerschaftsinhalts, kann § 45 Strafgesetzbuch von einem Strafrecht entzogen werden. Für jeder offen. Also bei uns machen wir das, bei den anderen aber nicht. Ja. Und jetzt ist die Frage, warum nicht? Kann man nicht begründen. Das wären auch keine Mengen Sachen, die es bringen, aber es wäre symbolhaft, dass der Staat bereit ist, sich seine Kontrolle und seine Ordnung wieder zurückzuerobern. Hm. Gucken wir einmal auf den Grill. Ja, jetzt ist der Moment der Wahrheit gekommen, würde ich sagen. Wollen Sie? Oh. Jetzt wird es warm hier, ist das nicht schön? Ist doch herrlich, oder? Ich sage es Ihnen. Was haben Sie denn für Besteck? Ist doch gut, oder? Ja. Oh, haben wir schon eingepinselt mit Öl? Ist ein bisschen, ja. Sie sagen das. Ich muss mich auf die vorbereitenden Maßnahmen der Welt verlassen.
Wir sind exzellent vorbereitet. Wir haben sogar Gemüsezwiebeln mitgebracht, die sich gewünscht haben. Kannte ich noch nicht. Also ich kann Ihnen mal sagen, wie das läuft. Also normalerweise, wir können die auch so machen, normalerweise würde man die jetzt in kleine Scheiben schneiden und dann drauflegen, langsam, also nicht mit der gleichen Temperatur, bis sie so schön braun werden. Dann würde man ein ganz kleines bisschen, wenn ihr runternehmen, ein kleines bisschen Zucker übernehmen und zum Steak servieren. Wunderbar. Also wir haben die mit Honig und Thymian. Ich sehe das schon. Eingelegt. Das ist doch auch gar nicht so schlecht. Oder sollen wir die hier einfach mal? Die hauen wir da oben drauf. Oben drauf hauen auf die. Genau. Zack. Oh, ist das nicht schön? Ich werde ja stinken wie. Haben Sie noch Termine heute, wo Sie gut riechen müssen? Ein paar gratinierte Kartoffeln noch, sollen wir auch noch drauf knallen? Können wir auch gerne machen. Nochmal an den Rand. Ja, ich befürchte, dass. Einölen haben wir ein bisschen vernachlässigt heute. Ja, das befürchte ich jetzt auch. Wir haben auch nichts da gerade. Also Sie haben jetzt ja gerade... Geben Sie ja freundlicherweise mal eine Gabel. Ja. Das ist ja ein Besteck hier für... Ist die besser? Sekunden pro Seite, sagt man doch, oder? Beim Ortsbekot, ne? Ja, es kommt drauf an. Also maximal 2 Minuten. Kommen wir noch mal zurück zur Migration. Hat damit tatsächlich mal jemand gegrillt? Besser ist natürlich. Der letzte, der hier war Herr Söder. Und der da ist aber jede Menge angebrannt, kann ich mal sagen. Ja, weil er sich nicht so lange unterhalten hat. Weil Sie jetzt gerade dieses ganze Maßnahmenpaket zur Migration vorgeschlagen haben. Wer sich ja wirklich sträubt, sind die Grünen von Hofreiter bis Baerbock. Die haben jetzt gesagt, zum Beispiel zu den Zurückweisungen an der Grenze, das werde die EU spalten, ich zitiere das wörtlich, Schengen zerstören und den Binnenmarkt gefährden. Warum muss immer so Angst gemacht werden? Diese Frage müssen Sie den Grünen stellen. Die Argumente sind doch alle falsch. Dublin funktioniert nicht, sonst würden die bei uns ja gar nicht ankommen. Und die Behauptung, wenn wir jetzt die Grenzen schließen, für einen bestimmten Zeitraum zurückweisen, dann würden die anderen die einfach durchwinken, dann hätten die gar nicht registriert werden, ist ja die Erklärung, die anderen Staaten verhalten sich rechtswidrig. Und weil alle anderen Staaten sich rechtswidrig verhalten, sollen wir uns jetzt rechtmäßig verhalten und das ganze Problem ausbaden. Es würde zu einem Effekt kommen, die Österreicher werden zurückweisen, es würde zu einem Effekt kommen, dass das GEAS-System dann sehr schnell umgesetzt wird, dass die noch nicht an der Außengrenze schon aufgehalten werden und nicht mehr durchwandern können. Das wäre das Prinzip. Wir müssen nicht noch weitere 3-4 Jahre warten, sonst würde es sofort passieren. Und die Behauptung, dass Europa rechtswidrig, ich bin sehr überrascht davon, dass man jetzt Herrn Papier, 12 Jahre Präsident des Bundesverfassungsgerichts, oder Herrn Huber, Verfassungsrichter, zu Rechtsradikalen erklärt, nur weil sie gesagt haben, die Argumentation stimmt nicht. Man kann das, man muss es vielleicht sogar machen, wenn die innere Ordnung bedroht ist. Nancy Faeser hat einen Brandbrief an die Europäische Kommission geschrieben und beschrieben, wir sind dabei, einen kompletten Kontrollverlust zu erleiden. Alle unsere Sachen sind voll und überlaufen. Mit diesem Argument können Sie die Grenze zumachen, jeweils für einen bestimmten Zeitraum. Alles, was Sie sagen, oder vieles von dem, was Sie sagen, klingt ja jetzt erstmal plausibel. Wir haben trotzdem beim Meinungsforschungsinstitut CIVEY mal nachfragen lassen, wie viel Prozent der Deutschen glauben, dass die FDP Kompetenz hat bei der Migration? Null. Null. Ja. Wie erklären Sie sich das? Ja, weil man in dieser Frage von uns bisher wenig gehört hat. Also, warum ist das so? War die FDP so lange entrückt irgendwie von den Sorgen und Ängsten der Deutschen? Ich meine, das ist doch eigentlich nicht Rocket Science, Gehirnwissenschaft, dass die Leute irgendwie das Gefühl haben, wir haben hier eine Migrationskrise. Weil ich mich nicht so allen Fragen gleicherweise immer äußern kann. Und die anderen, die es könnten, es nicht getan haben. Die müssen sich fragen, warum sie es nicht getan haben. Wir haben seit über einem Jahr ein Migrationspapier erarbeitet, Konstantin Kuhle und ich. Und ich habe gesagt, mach eine Pressekonferenz, stell das vor, hat er nicht gemacht. Und der Parteivorsitzende? Der Parteivorsitzende hat seine Liebe zur Finanzpolitik und zur Wirtschaft entdeckt. Und die Migrationsfrage hat ihn jetzt erst erreicht, als er festgestellt hat, wie viel Geld wir ausgeben müssen dafür. Und wenn das Problem nicht geregelt wird, es einfach unsere finanziellen Möglichkeiten überfordert. Wie sieht es aus bei den Steaks? Ja, ich habe, da wir jetzt offen gelassen haben, wir Blöden, ist die Temperatur auf 0 runtergegangen. Oh. Deshalb müssen wir einen kleinen Moment noch warten. Ist gar nicht so einfach, ne? Sprechen und grillen gleichzeitig. Wir Männer sind ja auch nicht dafür bekannt, multitaskingfähig zu sein. Ich kann sicher sagen, da meine Frau auch gelegentlich grillt, also sie macht dann Hähnchen und eingelegte Sachen. Wenn wir uns dann unterhalten, passiert ihr genau das Gleiche wie uns beiden, ja. Ich muss mich bei Ihnen auch konzentrieren, Sie sind so schlau. Die FDP ist ja tatsächlich jetzt gerade im Überlebenskampf, ne? Muss man nicht drum herum reden. Sie haben zwar die historischen Daten zitiert, dass am Ende immer noch mal gut gegangen ist, ne? Aber noch mal jetzt so in einem Satz, was muss die FDP jetzt tun, um nächstes Jahr nicht aus dem Bundestag zu fliegen?
Sie muss beginnen, ein neues Lebensgefühl zu entwickeln und den Menschen auch zu transportieren, dass es Spaß macht zu leben, dass wir uns nicht dafür schämen müssen, dass wir in Urlaub fliegen, dass wir uns nicht dafür schämen müssen, dass wir Geld verdienen, dass wir uns darüber freuen, mit einem Auto, von mir aus Elektromobilität, durch die Gegend zu fahren, dass wir einfach frei sein wollen und möglichst nicht reguliert werden wollen. Ich gucke jeden Morgen wirklich, wenn ich aufstehe, als erstes MoMA, also Morgenmagazin. Das aber nicht, natürlich ungern. Aber nicht, ich danach, hatte gehofft, Sie gucken WeltTV. Danach tatsächlich, ungelogen. Aber ich gucke als erstes mal MoMA, weil ich dann sofort auf Betriebstemperatur komme. Da ist jeder Beitrag eine Belehrung der Menschen, wie sie sich verhalten sollen, was sie tun sollen. Es wäre besser, nicht mehr zu viel Fleisch zu essen. Fleisch ist sehr stark verwandelt damit, dass wir einen CO2-Ausstoß haben. Man sollte möglichst... Wir haben die Steaks extra aus Argentinien anfliegen lassen. Ja, hat wahrscheinlich Frau Baerbock mitgemacht von ihrer letzten Reise. Es gab keinen Außenminister, nicht mehr Genscher, der so viel mit dem Flieger unterwegs gewesen ist wie Frau Baerbock. Ich finde das ganz toll. Jemand, der Fliegen verbieten will eigentlich. Gut, die kann sie mit dem Fahrrad auch nicht nach Peru fahren. Das kann ich. Ja, eine Partei, bei der es ja deutlich besser läuft, ist das Bündnis Sahra Wagenknecht. Das sorgt aber im Inland und im Ausland für viel Aufsehen. Gleichzeitig ist die AfD noch mal erheblich erstarkt. Beunruhigt Sie das? Nein. Also ich bin ein Verfechter der Demokratie. Und wenn die Menschen sich so entscheiden, können wir ihnen nicht vorwerfen, dass sie sich so entscheiden. Ich kann den Erfolg von Sahra Wagenknecht ihr nicht anlasten und den Erfolg der AfD nicht anlasten. Ich kann nur sagen, wenn die stärker geworden sind, haben wir also was falsch gemacht und das zugelassen. Und wenn ich mir wieder höre, die Leute sind eigentlich so doof, die AfD wählen, dann kann ich nur sagen, was für eine Missachtung der demokratischen Grundzüge, die wir haben. Bei Sahra Wagenknecht ist eben die Frau, die hat, erstens ist sie fit, weil sie immer ganz ruhig bleibt. Also Frau Miosga hat es auch nicht geschafft, sie aus der Reserve zu locken, aber sie ist ruhig, sie hat eine Argumentation, die plausibel ist, dass manchmal sie ihre Position in relativ kurzer Zeit von A nach B wechselt und immer noch gut argumentieren kann, merken die Leute nicht oder ist es ihnen egal, weil sie sagen, endlich mal eine Erscheinung, die man vorzeigen kann. Also auch da muss man ja sagen, nicht Sahra Wagenknecht würde von ihrer intellektuellen Brillanz und ihrem Äußeren Deutschland besser repräsentieren als manche andere, die wir bei uns haben. Und bei der AfD ist es einfach so, die Leute haben das Gefühl, erstens, nicht, die reden davon, dass es um uns geht und nicht um die anderen, was sie momentan stärker erreicht als früher, als ihnen allen noch komplett gut ging. Und sie haben das Gefühl, wenn wir die AfD unterstützen, dann tun die da oben endlich mal was. Das habe ich so häufig gehört in den Wahlkämpfen in Sachsen und in Brandenburg. So einmal noch und dann reicht es aber auch. Sie hören ja in Ihrer Funktion als Bundestagsvizepräsident diese Reden auch alle an. Wenn Frau Wagenknecht da steht am Rednerpult, ist das zu Ihrem Vergnügen oder auch ein bisschen zum Verdruss? Ja, Verdruss nicht. Also die meisten Reden sind zu meinem Vergnügen. Entweder weil ich sie so blöd finde oder weil tatsächlich mal brillante Gedanken da drin sind. Das maßt mir sonst auch gar nicht an. Aber Wagenknecht ist einfach eine Erscheinung. Die Partei, die wäre weg, wenn die nicht da wäre. Das Problem ist nur, dass wir alle noch nicht ganz genau wissen, wie die politischen Grundzüge dieser Partei aussehen. Das wird sich finden. Aber Frau Wagenknecht ist mindestens genauso populistisch wie Markus Söder. Der war hier auch zum Grillen. Das ist für mich... Frau Wagenknecht war übrigens auch schon hier zum Grillen. Ja? Hatte vorher noch nie gegrillt und hat das erstaunlich gut hingekriegt. Das ist übrigens für mich ein Phänomen. Ich sage mal wieder, wenn der Söder irgendwas macht, müsst ihr darauf achten. Der hat eine unglaubliche Witterung für Stimmungsschwankungen der Bevölkerung, denen er sofort nachgeht. Ja. Also erst hat er die Grünen alle umarmt. Ne? Die Bäume umarmt. Die Bienen, ne? Und jetzt sagt er, die sind das Schlimmste, was es passiert. Aber die Wähler nehmen es ihm nicht übel anscheinend. Ne? Ist unglaublich beliebt. Ja, aber der schlechteste Wahlergebnis der CSU seit 50 Jahren eingefahren. Also das ist auch ein Phänomen. Jemand, der so ein schlechtes Ergebnis einfährt, erklärt sich zum Sieger in Bayern. Und alle denken, stimmt. Sehr gut. Also das auch, wenn andere Leute gut sind, das kann ich nicht mögen. Mag ich nicht, aber ich kann das nicht kritisieren. Es ist einfach so, wenn Sie beim Sport sind und jemand schneller als Sie, dann ist es einfach so. Ja. Jetzt nach Thüringen, weil wir bei Wahlergebnissen sind. Nach Thüringen. Wir sollen außer uns beiden noch was essen. Wie bitte? Wir sollen außer uns beiden. Das schaffen wir doch, oder? Aber wir haben auch noch hier jede Menge hungrige Kameraleute, die sich auch freuen. Ja, das nehmen wir erst mal raus. Ne? Dann brauchen wir erst mal hier drauf anschneiden, oder wollen wir Salz und Pfeffer haben wir? Noch mal kurz auf Thüringen und Sachsen geblickt. Jetzt ist ja viel gerade von der Brandmauer die Rede zwischen CDU und AfD. Wir brauchen noch Salz und Pfeffer. Wie nehmen Sie die sogenannte Brandmauer zwischen, also gibt es eine zwischen AfD und Bündnis Sahra Wagenknecht nach Ihrem Empfinden oder könnte da auch was in Bewegung geraten? Zusammen hätten die ja eine Mehrheit, ne?
Das wäre schwer zu vermitteln. Also das wäre auch für die Wähler von Wagen nicht schwer zu vermitteln, wenn sie mit der AfD gemeinsame Sachen machen würde. Aber man weiß nie, was passiert. Also wenn es darum geht, in Machtpositionen zu kommen, dann kann das auch dazu führen, dass bisher unübliche Konstellationen, ist ja auch schön hier. So, dann müssen wir mal eins hier runternehmen. Moment. Nee, ist noch nicht fertig. Ist noch nicht fertig, okay. Ich wollte schon, ja. Jetzt drehen wir alleine mal um. Soll ich ein bisschen Brot schneiden oder ist das überbewertet? Ich würde das ja nehmen. Meine Frau will sagen, lass das sein, das macht nur na, dick. Komm dann. Ist sie so streng, Ihre Frau? Ja, sie denkt immer meine Gesundheit, sagt sie. Ne? Du sollst ja 110 werden. So, und jetzt nehmen wir das auch schön. Wie sieht es mit diesen Zwiebeln aus? Wie lange dürfen die da eigentlich drauf bleiben? Ja, das ist nun, da habe ich ja überhaupt keine Erfahrung. Ich würde die auch so nicht grillen. Ich habe nur gesagt, also, die Idee war, wir schneiden die Zwiebeln, legen sie auch drauf und wenn sie braun sind, packen wir sie auf eine. Ach so, dann halten wir sie warm. Ja, ist ja egal. Okay. Die werden mit Sicherheit noch ein bisschen brauchen, weil sie ja in der. Das müssen wir mal umdrehen. Weil sie in der Alufolie sind. Mhm. Das sieht ja professionell aus, wie sie das machen. Von beiden Seiten. Ja, was denn sonst? Kommen wir noch mal auf die von Ihnen sehr verehrte Außenministerin zu sprechen. Das Auswärtige Amt hat ja letzte Woche aufgrund einer falschen Aussage von Trump im TV-Duell gegen Kamala Harris so einen Tweet abgesetzt und eine Falschaussage zur deutschen Energiepolitik korrigiert und dann noch drunter geschrieben, PS, wir essen keine Katzen und Hunde. Fanden Sie das lustig? Nein. Ich finde es überhaupt nicht lustig, dass wir uns anmaßen, sozusagen innerparteiliche Wahlkämpfe und innerstaatliche Wahlkämpfe in anderen Ländern einzugreifen. Wir verbieten uns das ja bei uns selbst auch. Wir sagen, ne, der Putin will bei uns die Wahlen beeinflussen und deshalb muss er sich da raushalten. Und wir machen das in gleicher Weise. Und zwar auch schlecht, denn das Auswärtige Amt musste ja zugestehen, dass Trump gar nicht Unrecht hatte, sondern Recht hatte, weil es nicht um Strom ging, sondern um Energie insgesamt. Und da sind wir unter 50% bei Erneuerbaren. Aber sei es drum. Also ich finde sowas weder lustig noch sonst wie. Ich stelle mir vor, der Trump würde was zu Frau Baerbock sagen und würde sagen, die soll erst mal ein Studium zu Ende machen oder mal eine Ausbildung machen oder ihm mal genau erklären, was feministische Außenpolitik ist, ob sie das jetzt auch in China durchgesetzt hat oder in arabischen Ländern. Also das ist eine Form von Anmaßung, die ich auch persönlich nicht machen würde. Also, wir haben schon auf Orban rumgehackt, obwohl wir mit den Ungarn was zu tun haben müssen innerhalb der Europäischen Union. Wir haben auf Meloni rumgehackt, obwohl wir mit den Italienern was zu tun haben müssen. Wenn man immer andere nur zu den Bad Guys erklärt, zu den Schlechten, mit denen man nichts zu tun haben darf, ist man irgendwann mal ganz allein auf der Welt. Und Außenpolitik ist zwar wertebasiert, aber nicht so, dass wir die Werte überall in der Welt durchsetzen wollen. Wir müssen auch mit Ländern zurechtkommen, das ist die Mehrheit in der Welt, die eben nicht demokratisch sind und nicht feministisch sind und nicht unsere Werte, was Menschenrechte angeht, teilen. Ja. Und das ist der Sinn von Außenpolitik, einen Interessenausgleich zu schaffen, auch mit Leuten, die man nicht mag. Ja. Und das Auswärtige Amt hat jetzt ja Team Trump schon mal gegen sich aufgebracht. Ne? Rick Grenell, der Ex-Botschafter hier in Deutschland, der ja für den Fall eines Trump-Wahlsieges als Außenminister sogar gehandelt wird, hat gesagt, die eklatante Wahlbeeinflussung durch die deutsche Regierung ist schlimmer als die russische und iranische. Also da kann man sich schon mal drauf einstellen, sollte Trump wiedergewählt werden, dann hat er schon mal... Sie wissen ja, dass ich einer derjenigen bin, die mal gefordert haben, Grenell auszuweisen. Weil der amerikanische Botschafter, als er hier war, sich auch in die deutsche Innenpolitik eingemischt hat, was ein Verstoß gegen die Wiener Konvention ist. Denn da steht drin, dass Diplomaten sich aus innenpolitischen Dingen raushalten müssen. Ja. Ich habe es damit auch in den Wikipedia-Eintrag Grenell geschafft im englischsprachigen Raum. Also wenn Sie Grenell aufrufen, bei Wikipedia, englischsprachig, dann steht da drin, der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Kubicki, hat gefordert, er soll das Land verlassen. Ja, witzig. Dann haben wir uns anschließend getroffen, bei einer Gedenkstunde, und haben uns wirklich nett begrüßt miteinander. Die Amerikaner sind ja sportlich. Ne? Ja. Also, hat das verstanden, und ich habe das auch verstanden, und dann war es gut. Wollen Sie mal anschneiden vielleicht, oder? Ist alles ein bisschen eng hier, ne? Ja, es ist fürchterlich.
Gesicht hier. Ich wollte nur sagen, ist aber schon kalt, ne? Geht noch, oder? Geht noch. Medium. Bisschen mehr. Wenn Sie Amerikaner wären, wen würden Sie denn wählen? Trump oder Harris? Das ist eine sehr schwierige Frage, weil wenn ich jetzt sagen würde, ich glaube, dass Trump es wird, ich würde ihn nicht wählen, ich würde aber Harris auch nicht wählen. Also Alternative ist, was Deutschland angeht, eigentlich aber egal. Aber würden Sie gar nicht wählen? Das ist doch für einen Mann wie Sie keine Option. Wenn ich in den USA wäre, würde ich mich bemühen, eine weitere politische Kraft aufzubauen, die nicht zwischen diesen beiden Lagern hin und her pendeln muss. Also. Warum glauben Sie, dass Trump gewinnt? Ich glaube es übrigens auch. Weil wir sehen werden, dass dieser Hype, den Kamala Harris ausgelöst hat, eigentlich eine Erleichterung war, dass Biden es nicht mehr macht, denn der hätte auch jeden Fall verloren. Aber wir werden feststellen, bisher gibt es keine vernünftigen, nachprüfbaren Aussagen, was ihr politisches Konzept ist. Sie hat sich jetzt ja vorgewagt, im Bereich Wirtschaft ein bisschen was zu sagen. Hat sofort von den Top-Ökonomen aus den USA was an die Wacke gekriegt. Ja, wollte die Lebensmittelpreise deckeln, ja, und so weiter. Gut, ne? Ja. Massiver Eingriff in den Markt. Wenn die Wahl gewesen wäre, jetzt 14 Tage nach ihrer Inaugurierung, dann hätte sie eine Chance gehabt. Am 5. November bis dahin wird die komplett entzaubert sein. Die war ja schon als Vizepräsidentin für viele Amerikaner eine Zumutung. Ne? Ja. Möchten Sie ein bisschen Brot oder Soßen hier haben wir noch? Barbecue passend zu unserem Amerika-Thema. Ist aber auch so fantastisch. Sie haben ja, um nochmal auf Sie persönlich zu sprechen zu kommen, in Ihrer Karriere ganz viele Höhen und Triumphe erlebt, aber auch echte Tiefschläge. Ich habe gelesen, dass Sie tatsächlich mal darüber nachgedacht haben, sich umzubringen. Also, wie kam das? Das hört sich ein bisschen dramatischer an, als es war. Das war in der Zeit, in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, hatte ich als Anwalt das Land Mecklenburg-Vorpommern beraten bei der Privatisierung einer Mülldeponie, Abkauf von Ertreuern, was in der öffentlichen Hand nicht ging, sondern nur privat ging. Alles wunderbar abgelaufen bis heute. Das Problem ist, dass das dann zu einer politischen Kontroverse führte im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Kurz erzählt, die Sozialdemokraten haben gesagt, es kann nicht sein, dass ein westdeutscher Anwalt mehr verdient als der Ministerpräsident in einem Jahr, wobei ich an der Gebührenordnung gebunden war. Und im Übrigen wird das eine Katastrophe werden fürs Land hin und her. Es gab dann noch juristische Auseinandersetzungen mit Anzeigen und Verklagen. Ich bin über auf 30 Millionen Euro Schadensersatz verklagt worden, mit D-Mark noch verklagt worden. Ist alles gescheitert bis hin zum Bundesgerichtshof. Aber wenn Sie dann jeden Tag in Ihrem Heimatblatt morgens auf Seite 1 zitiert werden, wieder mit neuen Vorwürfen, also Haftbefehl gegen Kubicki, was nicht stimmte, aber jedes Mal wieder, dann macht das was mit Ihnen. Und ich bin eines Nachts nach einer Wahlveranstaltung aus Gernsheim nach Hause gekommen. Jetzt muss ich wieder einen Konkurrenten nennen. Nicht? Dann lief bei NTV die Erklärung Haftbefehl gegen Kubicki. Und ich mir gedacht, wenn am nächsten Morgen meine Mutter das mitkriegt, dann fällt die tot um. Und dann sitzen Sie zu Hause, meine Frau war schon im Bett, und dann sagen Sie, wann hört das auf? Wie hört das auf? Und dann ist, ich kann es nur für mich selbst beschreiben. Dann fängt Ihr Gehirn an, mit sich selbst zu reden, also mit Ihnen. Die Überlegung war dann, du kannst jetzt ins Wasser gehen, strandet ihr am Wasser. Dann sagt die andere Hälfte, ist zu kalt. Dann sagst du, dann häng dich. Dann sagt die andere, ungelogen, so ist das abgelaufen. Dann sagt die andere, wir haben keinen Strick. Und dann sagen sie, dann nimmst du ein Messer. Und dann sagst du, dann weißt du nicht, dass du tot bist. Also, weil, und dann sagt dann irgendwann jemand, jetzt gehst du ins Bett, schläfst aus und morgen früh stehst du wieder auf. Das hat ungefähr 10 Stunden gedauert. Und das habe ich ja auch schon mal beschrieben. Das ist wahrscheinlich bei den meisten Menschen so, dass sie die Entscheidung nicht zu 100% sofort treffen, sondern lange mit sich ringen. Und deshalb habe ich gesagt, ich kann mir vorstellen, wie es bei Jürgen Möllemann war. Also, weil ich mir vorstellen kann, was in seinem Kopf abgelaufen ist, bevor er in den Tod gesprungen ist. Also ich empfehle sowas niemandem, aber ich empfehle allen Leuten, die solche Gedanken haben, tatsächlich noch mal eine Nacht drüber zu schlafen. Jetzt sind Sie 73 Jahre alt und haben... Noch nicht, aber ich werde es hoffentlich. Oh, pardon. Dann 72. Sie haben zwischenzeitlich schon mal Ihren Rückzug aus der Politik angekündigt. Und dann wieder den Rückzug vom Rückzug. Ne? Was ist der aktuelle Stand? Wollen Sie noch mal weitermachen? Aktueller Stand ist, dass ich
wenn alles regulär läuft, am 12. Oktober von meiner Partei im Wahlkreis Rendsburger Förder nominiert werde und am 16. November, glaube ich, von meiner Landespartei auf Listenplatz 1 als Spitzenkandidat wiedergewählt werde. Hm. Und warum ist das so? Erstens, weil ich das will. Zweitens, es geht ja schon wieder ums Überleben der Partei und ich möchte nicht abtreten und die Partei tritt mit mir ab. Zweitens ist es so, dass meine Partei in Schleswig-Holstein, aber auch hier, fragen Sie Christian Lindner, gesagt hat, wir brauchen dich auch für den Wahlkampf. Nicht? Wer soll denn sonst mal mehrere hundert Leute in den Saal bringen? Hm. Und Wahlkampf macht mir auch unheimlich Spaß. Also das ist unmittelbare Kommunikation mit Menschen. Wo Sie gerade sagen, Spaß machen, Sie haben mir mal erzählt, dass Ihre Frau und Sie zusammen so eine Art Bucketlist haben von Dingen, die Sie noch zusammen machen wollen. Ja. Darunter also eine Reihe von guten Hotels und Sportveranstaltungen. Das ist die Bucketliste meiner Frau, der ich zugestimmt habe, weil ich nicht widersprochen habe. Ja. Ich kenne das übrigens. Meine Frau ist auch Anwältin, da ist es schwer zu widersprechen. Also bei unserer Beziehung ist Schweigen Zustimmung. Ja. Normalerweise im Rechtsverkehr ist das Schweigen keine Zustimmung. In unserer Beziehung ist das so. Wenn Sie nicht schnell genug Nein sagen, ist es passieren. Wir waren gerade in New York auch bei Flushing Meadows zum Tennis. Das war eines ihrer großen Wünsche. Deshalb waren wir unter anderem auch in New York. Wir waren in Wimbledon, wir haben in Pebble Beach Golf gespielt, wir haben in St. Andrews Golf gespielt, wir waren in einer Reihe von wirklich guten Hotels, noch nicht in allen, also ist noch ein bisschen was offen, weil wir ja auch, sie hat zu mir gesagt, du hast mir versprochen, du wirst 108, dann haben wir noch genug Zeit zu reisen. Was haben Sie noch vor bis 108? Ja, noch ein paar Reisen, also ein paar Golfplätze, ein paar schöne Golfplätze zu besuchen und vor allen Dingen Sportveranstaltungen. Ich würde unglaublich gerne, ich glaube, das kriege ich nächstes Jahr auch noch hin, wenn nicht der Wahlkampf zu früh anfängt, würde unheimlich gerne zum Ryder Cup. Also es ist ein Faszinosum als Europa gegen die USA. Meine Frage war, wann hast du es eigentlich letztes Mal dich als Europäer empfunden, nicht als Deutscher? Das war beim Ryder Cup. Und das ist doch völlig egal, dann Ihre ein Italiener oder ein Schwede oder sowas spielt. Ne? Wir haben die Amerikaner geschlagen. Ja. Das ist so sensationell. 50.000 Leute in Rom, die mit Fähnchen Europa und mit allen möglichen Sachen auf dem Kopf durch die Gegend gegangen sind. Eine Euphorie ohne Ende. So ein Spirit brauchen wir für Europa insgesamt wieder, dass wir uns zwar mit unseren nationalen Eigenheiten, aber als gemeinsame Kraft verstehen im Konzert der ganz Großen. Ja. Das ist ein positives, lebensbejahendes Schlusswort. Wir machen hier noch ein bisschen weiter, sagen an dieser Stelle aber schon mal tschüss, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir sehen uns das nächste Mal wieder hier am Grill mit dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Henrik Wüst von der CDU. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke Ihnen.